Und damit nochmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2! Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Karabast. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Der, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Schiff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Oh, der hat gesessen. Ja, super, wieder tolle Flugmission. Mission. Ich bin ja so ein toller Flugkünstler hier. Okay. Nicht der ermunterndste Start. Hey, wir leben noch. Da? Wo können wir helfen? Ich habe zwei Notsignale bei Ihrer Position. Wir sehen nach. So. Okay, das müssen wir anders machen. Müssen wir den anderen mal jagen, wenn der mal ein bisschen günstiger steht. Was müssen wir denn über... Ja, die TIE Fighter, ne? Aiden, bist du unterwegs zu einem Signal? Ah, da unten die Signale. Ja, sind wir. Wir nähern uns einem Notsignal. Stellen Sie durch. Ja, Mann. Hier, Captain Lindsay. Unser Schiff ist abgestürzt und imperiale Kampfläufer dezimieren die Überlebenden. Wir müssen weg. Achtung! Feindliche Schiffe nähern sich. Jetzt dürfen wir Schiffe jagen. Jäger im Anflug. Holen wir sie uns. Ah, oui. Die kriegen aber auch gerade... Moment. Der hat sie noch gerade... Come on. Jetzt hat er... Hier ist Commander Aiden Versio, Inferno-Trupp. Hilfe ist unterwegs, Captain. Wie soll unser Schiff landen? Wie soll das denn landen? So. Okay. Die AT-ATs nähern sich der Absturzstelle. Geben Sie uns Deckung. Wir landen bei Ihrer Position. Danke, Commander. Uns hat's auf dem Weg nach Carbon Ridge erwischt. Wir bringen Sie hin. Unterstützungsfeuer. Wir sollen ein Makrofernglas besorgen. Commander, das Fernglas ist in der Nähe. Naja, weiß ich.
Hier ist der Inferno-Trupp an Starhawk. Wir brauchen einen Orbitalangriff. Hier Starhawk. Inferno, Sie haben Orbitalfreigabe. Markieren Sie Ihr Ziel, dann regnet es Feuer. Orbitalbeschuss, hier! Machen wir den Kleinen alle klein. Ja, definitiv. Wir müssen zur Evakuierungszone. Hier entlang! Da, bringen wir Captain Lindsay hier weg. Unterwegs zur Abholung, Commander. Ich habe ihn getroffen, ja! Du bist doch der King. Scheiße, ich weiß nicht, wie weit. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel machen muss. Ich brauche unbedingt wieder eine Waffe. Ja, passiert. Imperiale Verstärkung. Warte mal, da kommen jetzt Gegner. Dann nimm ich. So, Abflug zur Corvus. Hierher. Na, doch nicht. Nicht wie weg hier. Alle an Bord. Wir dürfen nicht mit. Verdammt.
Schade. Hätte er sagen können, dass er ein bisschen... Danke, Commander. Jederzeit, Captain. Viel Glück da draußen. Triff, zurück zu den Schiffen. Können wir kurz über den Orbitalangriff reden? Ja, was ist damit? Das war das Beste, was ich je gesehen habe. Die war gute Idee, ne? Fast anders hätten sie Spaß dabei. Jetzt muss ich wieder zu meinem Schiff. Oh, Alter, ich stehe doch nicht so dumm im Weg rum. Sehr gut. Sieh doch, was hinter mir. Wenn wir ihrem Vater begegnen. Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und gebt uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Bomba! Es geht los! Guter Schuss, Versio. So, einer noch irgendwie. Befehle von Admiral Akbar. Wir brauchen sicheren Zugang zu einer imperialen Anlage im Carbon Ridge. Kann ich Unterstützung am Boden bekommen? Okay, das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Halt! Wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen Sie einen Landeplatz. Quasi die Höhle der des Löwen. Das heißt, wir dürfen jetzt zu Fuß in diesen Teil rein. Oder diesen Teil erledigen. Detonatoren finden. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bombe halten die Republik im Moment auf Distanz. Und alles an uns. Feindliche Raketen im Anflug! Sehen Sie den Offizier? Ist kein Offizier. So.
So, wir müssen gucken, dass wir die Zombie, die Leute da kriegen. Vor allem muss ich jetzt mal ein bisschen wieder Energie laden. Ich nutze lieber mal. Ich mache erstmal lieber die. Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Ich nutze erstmal die Chance, um die Gegner erstmal wegzuhauen, bevor ich. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen! Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Na toll! Kein Jäger greift an! Ihre Waffen sind sie! Sofort! Das nutzen wir dann nochmal. So. Kein Jäger greift an! Schwere Waffen finden! Sofort! Schwerer Schütze! Und noch mehr Raketenwerfer? Nein. Das kann nicht sein, wie kriegt der mich denn da durch immer? Das ist nicht, also, das nervt doch gerade wie so. Drei Schüsse bin ich down, oder was? Ding, 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 direkt tot. Weil ich habe keine. Ey, das kann nicht sein. Ich krieg. Wieso kriegt der mich denn da immer? An der gleichen Stelle, jedes Mal. Sind sie da hinter den Kisten fest? Klar. Und was. Tot. Gott sei Dank ist das auch weg. Dass das scheiß TIE Fighter weg ist und der. Und die Schützen hier. Also, wo platzieren wir die Ladung?
Details. Die Kettenreaktion der Explosion jagt bis zum Ionenantrieb alles in die Luft. Nummer 1. Ganz genau. Detonator platziert. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nichts wie raus hier. Schnell! So. Können wir entspannt hier raus. Dann schießen Sie weiter. Das muss das Rettungsteam sein. Zu den Schiffen. Das ist ein schwerer Schütze. Sie kommen immer noch. Auf dem Weg mit Ihnen. Weiter so, wir haben es fast geschafft. Ich verziehe mich lieber mal dezent, bevor ich mich da irgendwie noch in eine unnötige Idee. Unnötig in die Schlacht wage. Hoffentlich waren das genug Detonatoren. Ja, weil ja. Wahres Glück an. Trev, stoßen Sie zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Wir sollen die Corvus erreichen. Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, das Imperium verliert. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Na, zumal wir machen wir uns auf zu Corvus. Und ich glaube, so viel dürfte das ja nicht mehr sein, ne? Die Schlacht von Jakku abgeschlossen. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden.